Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. Und somit auch von mir ein herzliches Willkommen zum Telestammtisch und zu dieser brandneuen Folge. Wir haben ganze 3 Filme mitgebracht. Wow, kaum zu glauben. Im ersten Film geht es um Code 404. Das ist eine britische Comedy-Krimiserie. Kommt auf Sky Comedy ab den 11. Mai. Genaueres erzählen euch hier Pete, Sarah und Kati. Danach sprechen Paul Britt über die Dokumentation, oh Gott, ich hoffe, dass ich es richtig ausspreche, Aznavour bei Charles. Um was es da geht? Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Darum tut es mir gleich und lauscht den beiden gespannt. Last but not least kommt Tunnel, der Nummer 1 Kinohit aus Korea. So steht es zumindest auf dem Cover. Ob das der Wahrheit entspricht, das verraten euch Boris und Frosty in ihrer Besprechung. So, und jetzt bleibt mir nichts weiteres übrig, euch viel Spaß bei dieser Folge zu wünschen und freue mich auf das nächste Mal. Ciao. Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. Heute geht es um die britische Krimi-Comedy-Serie Code 404, die am 11. Mai auf Sky Comedy startet. Und ich habe die Serie nur zur Hälfte gesehen, habe aber 2 Mitstreiterinnen dabei, die komplett gesehen haben. Und zwar einmal die Kati. Hi. Und die Sarah. Hallo. So, schön, dass ihr da seid. Wer von euch beiden möchte denn mal erzählen, worum es geht in Code 404? Ich würde einfach mal anfangen. Also es geht um 2 Detektive, John und Roy. Und John wird bei einem Waffenhandel, also als Undercover-Polizist, getötet und kommt dann aber ein Jahr später wieder unter die Lebenden, weil sie ihn mit Hilfe von künstlicher Intelligenz und AI und Chips in seinem Hirn, was weiß ich, wiederbelebt haben. Und er galt damals, also davor schon, als der beste Cop der Einheit und ist jetzt irgendwie so eine Art Supercop, weil er jetzt halt auch noch diese ganze Technik in sich hat, zumindest glauben die Leute das. Und ja, und dann geht es halt darum, dass John und Roy halt versuchen, den Mörder von John zu finden, der ihn halt davor umgebracht hat. Und John muss sich halt auch beweisen, also er muss halt beweisen, dass das Experiment, dass er jetzt so halb Maschine ist, irgendwie geglückt ist und dass er mit den Situationen umgehen kann und trotzdem Fälle lösen kann. Und muss gleichzeitig auch noch irgendwie damit klarkommen, dass halt Roy, der halt auch sein bester Freund ist, in der Zwischenzeit mit seiner Frau hatte. Genau, das hört sich ja schon mal nach einigem Input an. Vielleicht wollt ihr mal kurz erklären, warum die Serie denn überhaupt Code 404 heißt. Das ist ja so ein Computer-Error-Code. Warum heißt die so? Ja, wie du schon gesagt hast, das ist ja der Fehler-Code. Error 404. Und die Frage, die sich die ganze Serie überstellt, ist ja, ob John Major, also der Detective John, einen Fehler hat oder nicht und ob er abgeschaltet wird deswegen oder nicht. Und ein Teil seiner Aufgabe ist sozusagen, sein eigenes Leben zu retten, indem er beweist, dass er der Supercop ist, den alle erwarten und dass er eben nicht kaputt ist. Genau. Und gerade da ist ja so die Frage, was kann Technik und was kann Technik noch nicht? Wofür braucht man wirklich Menschen? Und ja, ist ja so eine grundsätzliche Frage auch, wie weit können wir mit der Technik gehen oder wann braucht man doch wieder Menschen dafür, was ist die Technik noch nicht ausreichend? Ja, genau, und auch vor allem zur Zeit halt, wie Menschen mit der Technik interagieren, weil es gibt natürlich auch Leute, die das halt komplett ablehnen. Das hat man ja auch gesehen, wie, keine Ahnung, Alexa oder so das erste Mal aufkommen sind, wie viele Leute sich da irgendwie Angst davor hatten, da jetzt sich so eine Alexa ins Haus zu stellen. Wie das dann halt ist, mit einem Menschen arbeitet, der halt irgendwie teils künstlich intelligent ist und wie die Leute den annehmen und wie sie mit dem umgehen, weil der Roy verkraftet das halt ziemlich gut, aber es gibt auch andere, also Detectives dort, die ihn halt die ganze Zeit nur aufziehen und irgendwelche dummen Sprüche bringen und ja auch keinen dummen Computerwitzen halt liegen lassen, weil er halt nicht ganz Mensch ist. Ja, genau. Aber wie ist das denn jetzt in der Serie? Weil es ist ja eine Krimi-Comedy-Serie. Das heißt, wie schafft die Serie es da, die Balance zu wahren zwischen wirklich Ernsthaftigkeit und dann doch Comedy? Ich fand, das hat sie sehr gut gehalten, erstaunlich gut. Und gerade die Fehler von dem John, die werden halt auch immer in so einem humoristischen Bild gezeigt. Aber man hat trotzdem noch dieses Gefühl, pass auf, was du tust, sonst wirst du abgeschaltet, sonst wird der Stecker gezogen.
Also ich fand, das haben sie ganz gut gehalten. Ich freue mich da auf mehr von. Ja, ich finde auch. Also ich finde auch, dass diese Balance zwischen der Ernsthaftigkeit der Thematik doch irgendwo, also technische Erneuerungen und Weiterentwicklung, so was halt einfach wichtig ist, und dann doch auch mit den Klischees halt irgendwie von Computern oder auch mit den Klischees halt eben von Polizei oder Deckels und so gespielt wird, das passt alles gut zusammen und das, also ich habe sehr viel gelacht dabei auch. Ja, genau. Also die Serie schafft wirklich eine schöne Balance zwischen dem, was man aus britischen Comedy-Serien so kennt, aus Six Feet Under oder ähnlichem, dass sie wirklich ja genau in diese Kerbe schlägt, genau das Maß ausreizt an Humor, was man ausreizen kann. Und auf der anderen aber trotzdem dieses so ein bisschen roughe, englisch-typische Krimi-Feeling auch aufkommt. Das ist eigentlich im genau richtigen Maß, meiner Meinung nach. Und gerade bei dem Comedy-Aspekt, wir haben die Serie ja im Originalton gesehen. Was meint ihr da, ist von der deutschen Synchro zu erwarten? Kann die da mithalten? Ich habe Angst um die Synchro. So würde ich das formulieren. Es gibt viele, viele, viele Wortwitze. Einmal, ich sag mal, so generelle englische Wortwitze, die man vielleicht noch irgendwie übersetzt kriegt, aber es werden auch immer wieder so kleine Nebenschauplätze eröffnet, indem nämlich der John plötzlich anfängt, amerikanisches Englisch zu nutzen. Mitten in London, im Herzen Britanniens. Und das hat seine ganz eigenen Auswüchse irgendwann, fand ich super. Aber das ist halt schwierig einzudeutschen, weil Handy ist Handy. Das macht im Deutschen keinen Unterschied. Ja, also ich glaube auch, dass es auf jeden Fall eine Herausforderung wird. Ich glaube aber, dass es vielleicht, also dass manche Sachen dann doch vielleicht einfacher sind, irgendwie ins Deutsch zu bringen, weil halt vor allem alles, was mit Computern und so zu tun hat, doch da die englischen Begriffe auch mehr im Deutschen drinnen sind. Aber wenn man im Englischen so weit mächtig ist, auf jeden Fall im O-Ton schauen. Also ich glaube schon, dass da viel, dass die Serie viel davon auch lebt. Alleine für den Akzent. Ja, alleine für den Akzent, ja, stimmt. Ja, genau, wir können ja kurz auf die Schauspieler eingehen. Daniel Mays spielt diesen John Major, den könnte man vielleicht aus den ersten Staffeln Line of Duty noch kennen. Und Stephen Graham, der spielt seinen Kollegen Roy Carver. Und die haben beide so ziemlich unterschiedliche Dialekte, in die sie da öfter mal verfallen. Daniel Mays halt, wie ihr schon gesagt habt, in dieses Amerikanische. Und Stephen Graham halt in dieses ganz tief Britische. Und das ist auch nochmal so ein schöner Kontrast, der beiden so ein bisschen Eigenständigkeit auch gibt. Und der super funktioniert. Genau, für die also Sprachinteressierten, der Stephen Graham verfällt sogar ins Nordenglische irgendwann. Der lässt da richtig raus. Ja. Das fand ich sehr schön. Also, kanntet ihr die beiden Schauspieler eigentlich vorher oder waren das für euch Unbekannte? Ich gucke viele britische Serien und Filme, deswegen kann ich sagen, ja. Zumindest vom Gesicht her. Ja, mir ist der Steve Graham ist mir vom Gesicht her auch bekannt vorkommen, aber ich kann ihn nicht zuordnen. Ich habe dann nachgeschaut und ich habe gesehen, der hat bei Star Wars, glaube ich, mal mitgespielt. Oder bei Pirates of the Caribbean hat er mitgespielt, der andere bei Star Wars mitgespielt. Vom Gesicht her aber auch nicht wirklich. Also, ich habe nicht zuordnen können. Ja, ich kannte Stephen Graham noch, weil er in The Virtues mitgespielt hat. Also es ist wirklich eine ziemlich harte Dramaserie, auch aus den letzten Jahren. Aber die war wirklich auch richtig gut. Und da hat er noch mal eine ganz andere Rolle gespielt. Und ich finde das hier auch wirklich interessant, wie sie da in die Comedy-Richtung gehen. Dabei, aus der Richtung waren wir beide nämlich nicht so bekannt. Ich fand, die waren auch sehr schön zusammen. Also, als Detective-Partner. Man hatte wirklich das Gefühl, die sind da als Partner unterwegs und haben sich auch ganz gut ergänzt, was die Comedy-Aspekte betrifft. Ja, finde ich auch. Also ich finde die Harmonie zwischen den zwei war super und man hat denen echt gern zugeschaut, wie sie da versucht haben, John vom Abschalten zu retten und versucht, den Mörder zu finden und so. Das war aber echt eine schöne Chemie und das hat echt, echt Spaß gemacht und ich hoffe, also zweite Staffel ist bestätigt und auf jeden Fall mehr davon sehen. Ja, genau, du sagst schon, die zweite Staffel ist schon bestätigt. Die erste Staffel, die wir jetzt gesehen haben, läuft ab dem 11. Mai nochmal auf Sky Comedy. Das heißt, von uns gibt es dafür auf jeden Fall eine Empfehlung. Und jetzt würde ich sagen, habt ihr noch was zu sagen? Sonst können wir schon mal zum Fazit kommen. Lasst euch nur nicht täuschen. Es ist keine BBC-Serie, auch wenn sie so aussieht. Sie ist von Sky. So,
Wer möchte anfangen? Ich nehme einfach mal Kathi dran. Fang du mal an mit dem Fazit. Also, wie gesagt, ich habe sehr viel Spaß dabei gehabt. Ich mochte die Schauspieler, ich mochte die Witze, ich mochte das ganze Setting. Auch, dass das so ein bisschen in der Zukunft ist. Also, dass die ganzen Handys zum Beispiel ein bisschen cooler ausschauen, die ganzen Türglocken ein bisschen cooler ausschauen, diese ganzen Kleinigkeiten fand ich ziemlich cool. Also würde die Serie von mir so 4 von 5 durchgebrannte Schaltkreise bekommen. Ja, das hört sich schon mal gut an. Sehr und du, Sarah? Ja, also ich fand die auch total schön. Minimalst Abzüge würde ich so ein bisschen, ich weiß nicht, ob das Abzüge sind. Ich frage mich einfach, wie sie es geschafft haben, diese elendlichen Feuersicherheitstüren, die es in England überall gibt, nicht mehr zu haben in diesem offiziellen Gebäude. Weil die gibt's da sonst wie Sand am Meer. Also jede Tür hat so blaue Sticker drauf und geht nur in eine Richtung auf und sieht schrecklich aus. Die habe ich in dieser Serie, glaube ich, nur einmal gesehen bei einem öffentlichen Gebäude. Ich frage mich, wie sie das geschafft haben. Ich denke, es war ein Set. Aber ansonsten fand ich die echt schön. Man kann sie gut angucken, gut anhören. Und ich würde ihr sogar 4,5 von 5 geben. Also die macht echt Spaß, macht Laune auf mehr. Ja, wunderbar. Ich habe ja jetzt nur die erste Hälfte gesehen, aber davon kann ich auch sagen, sie schafft wirklich eine gute Balance zwischen Krimi und Comedy. Die beiden Hauptfiguren haben eine wirklich schöne Chemie. Das macht super Spaß anzuschauen. Wir können jetzt natürlich nur sagen, in der Synchro, also in der englischen Originalfassung, auf jeden Fall eine Empfehlung. Ob es im Deutschen genauso funktioniert, bleibt abzuwarten. Aber die zweite Staffel ist auch schon angekündigt. Das heißt, so schlecht kann die erste auch gar nicht angekommen sein. Und damit von uns allen dreien mal eine Empfehlung. Genau, und im Zweifel macht euch einfach die Untertitel an. Dann verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao. Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung der Dokumentation Aznavour bei Charles. Mein Name ist Paul und bei mir ist heute Britt. Hallo. Hallo. Wir beide haben uns diese Dokumentation angesehen und jetzt fällt mir gerade auf, dass ich dummerweise die Fakten dazu nicht rausgeschrieben habe. Ja, habe ich da. Ja, sehr gut. Also, startet bei uns am 20. Mai. Ist ohne Alterseinschränkung anzuschauen, 1:25 lang, also verhältnismäßig kurz. Und wurde, also und ist eben ein Film, es heißt ja auch Aznavour bei Charles, ja, also ein Film von, mit und über Charles Aznavour, der sehr bekannte französische oder französisch-armenische Chansonnier, kann man sagen. Er ist 2018 verstorben mit 94 Jahren und hat aber noch angefangen, kurz vor seinem Tod an dem Film zu arbeiten. Und zwar zusammen mit Marc Di Domenico, den man, so habe ich es zumindest gelesen, als Musik- und Theaterproduzent wohl vor allem kennt. Ich muss zugeben, ich kannte ihn nicht. Aber gut, im Vorspann sieht man also Aznavour bei Charles, realisiert von Marc Di Domenico. Also die beiden stehen zusammen als Schöpfer im Grunde des Films im Vorspann drin. Möchtest du ein bisschen was zum Inhalt noch sagen? Ich habe noch ganz viel, aber das sind so die Rahmenbedingungen zumindest. Ja, also als Inhalt hätte ich eigentlich nur gesagt, dass es eben ein Dokumentarfilm über das Leben und auch so ein bisschen über die Werke quasi von Charles Aznavour ist. Ich hätte da gleich auch mal eingestiegen. Kanntest du ihn vorher? Ja, aber halt wirklich nur als Sänger. Also man muss ja wirklich sagen, das ist interessant, Charles Aznavour ist der. Also ich glaube, es gibt nicht viele Namen im französischen Chanson, von denen man sagen kann, es ist vielleicht der größte Chansonnier Frankreichs. Also es gibt vielleicht so 2 oder 3 Köpfe, wo man sagen kann, auf der männlichen Seite, das ist der große Chansonist oder wie auch immer man die auf Französisch nennt, oder Chansonnier oder ich weiß nicht, Sänger halt. Und Charles Aznavour ist einer von denen. Und auf der anderen Seite könnte man genauso gut auch fragen, ich glaube, auf der weiblichen Seite ist es ein bisschen einfacher, da kann man sagen, Edith Piaf ist, glaube ich, die große Sängerin, die große Chansonette, ich weiß es nicht, Chansonniere, oh Gott, alle Französisch sprechenden um uns rum werden jetzt böse sein, aber und auf der männlichen Seite ist eben Charles Aznavour einer und viele seiner Lieder sind in den letzten, ich sag jetzt mal so 15 Jahren oder so, tatsächlich neu gecovert worden von
aktuellen Künstlern und ganz, ganz viel auch in Film und Fernsehen. Also ich denke, selbst wenn man mit dem Namen Charles Aznavour nicht so viel anfangen kann, man hat mindestens einen Song von ihm schon gehört. Ja. Mindestens. Das stimmt, ja. Ja. Mir ging es da ein bisschen andersrum. Also ich habe, als ich dann das gesehen habe, kam mir dann die Melodie oder manches so bekannt vor und ich habe dann auch noch ein bisschen näher was zu ihm durchgelesen. Ich kannte ihn aber tatsächlich vorher nur aus Filmen. Ja. Beziehungsweise aus einem Film, in dem er mitgespielt hat. Aus Schießen Sie mit dem Pianisten. Ja, ja. Schießen Sie auf den Pianisten. Auf den Pianisten, genau. Nicht ja. Schießen Sie mit, oh Gott. Also der hat ein paar wirkliche Klassiker gemacht. Ich meine, er war natürlich auch als Schauspieler tätig und hat auch eine recht, ja, also hat, ich glaube, über 1000 Chansons geschrieben, aber richtig, auch irgendwie, genau, ja. Ich weiß über 60 nicht, Filme. Richtig, über 60, danke, ich hätte jetzt 40 gesagt, aber 60 klingt natürlich noch eindrucksvoller. Genau, und auch eine ganze Reihe von Filmen in seinem Leben gemacht. Gut, der Mann ist 94 auch geworden, muss man auch sagen. Also hatte ein bisschen Zeit, um sein Leben mit, mit Dingen zu füllen. Ja, richtig. Aber genau, als Schauspieler war eine Zeit lang auch sehr aktiv und auch sehr bekannt. Und das natürlich aber auch zu der Zeit, als das französische Kino natürlich auch international groß war, ja. Und ich glaube, daher kennt man ihn vielleicht, kann man ihn vielleicht auch kennen, ja. Ist ja lustig, dass es bei dir genau andersrum war. Ja. Ja, und jetzt, man muss ja dazu sagen, diese Doku hier jetzt, die ist jetzt keine Dokumentation, wo, ich sag mal so verschiedene, die Enkel oder Freunde, Lebensbegleiter des, ja, von Charles zu Wort kommen, sondern das ist eine Dokumentation, die zum größten Teil aus selbst gefilmtem Material besteht. Und deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass er deswegen auch im Vorspann, sagtest du, glaube ich, steht, weil ja wirklich das meiste Material, was man hier sieht, man kann sagen, Privataufnahmen sind. Also im Grunde ist es eigentlich ein großer Vlog, den wir hier sehen, eben von Aufnahmen aus seinem Leben. Und er hatte immer seine kleine Kamera dabei. Wie hat dir dieses Stil gefallen und wie hat dir das gefallen, dass man das eben mal aus dieser Machart sieht? Ich fand es spannend. Also es war tatsächlich echt, wie du gesagt hast, wie so ein visualisiertes Tagebuch, das man sich eben anschaut. Und ich natürlich ist auch die Anekdote dazu eine schöne, ja. Also 48 hat halt Aznavour die erste Kamera von Edith Piaf geschenkt bekommen, die eine sehr gute Freundin von ihm war. Ich meine, das sind halt auch Namen, ja. Und seit 48 hat er dann mehr oder minder gedreht die ganze Zeit, immer wenn er irgendwo war. Und er hat wirklich alles gedreht von den wirklich wichtigen Dingen, wo man sagt, okay, da hält man mal eine Kamera drauf, wie zum Beispiel eine Hochzeitszeremonie oder aber eine Taufe oder ein Geburtstag. Genauso wie aber auch wirklich so Gesamteindrücke. Also der ist ja sehr, sehr viel gereist einfach, dadurch, dass er ja auch viele Tourneen gemacht hat, auch viel gedreht hat. Und er hat auf alles wirklich die Kamera gehalten. Ob das jetzt die Leute um ihn rum waren oder irgendwie, keine Ahnung, wenn er durch die Straßen gelaufen ist oder vom Hotel oder am Drehort. Also der hat wirklich auch auf die, sagen wir jetzt mal, langweiligen, unwichtigen Dinge die Kamera gehalten. Was es natürlich zu einem, finde ich erstmal, zu einem sehr schönen Zeitdokument macht. Also sehr, sehr authentisch wirkt das Ganze, weil natürlich, ich glaube, er sich schon auch Gedanken gemacht hat, was er filmt. Also wenn man eine Kamera in der Hand hat, dann denke ich, macht man sich immer Gedanken. Man wird automatisch so zum Filmschöpfer. Also man macht sich natürlich immer Gedanken, was nimmt man auf. Aber gleichzeitig hat es auch dieses Spontane, dieses, da halte ich jetzt einfach mal die Kamera drauf. Ja. Und was ich auch sehr schön fand, dass man, es ist so ein bisschen wie das Pferd von hinten aufzusatteln. Man hat schon einiges von seiner Biografie mitbekommen. Also wenn er zum Beispiel am Anfang, wenn er zum Beispiel irgendwie kleine Jungs auf der Straße filmt und sagt, die erinnern mich so wahnsinnig an meine eigene Kindheit, wie wir damals dort und dort gewohnt haben und ich als Zeitungsjunge irgendwie die Zeitung rausgebracht haben und wie wir irgendwie, ich habe jetzt ehrlich gesagt vergessen, wie viele Kinder die waren recht viele Kinder in der Familie, wie wir so und so viele Kinder waren und wir hatten nicht viel Geld und nur ein Zimmer und mussten alle in einem Bett schlafen. Also das sind so Dinge, die man erfährt anhand eben einer Momentaufnahme, die er selber ganz woanders in einem anderen Jahrzehnt über andere Leute gemacht hat. Und das finde ich sehr schön, dass er da anknüpft und genauso diesen Gedankenstrom, den man verfolgt, genauso springt er natürlich auch. Also
es gibt einen sehr schönen Satz, da sagt er, ja, und dann haben wir also in dieser Wohnung da gewohnt und da haben wir gewohnt, als ich 10 war und dann war ich 20. Und dann erzählt er weiter, wie es war mit 20. Und dann dachte ich so, okay, jetzt haben wir kurz mal 10 Jahre übersprungen. Also es ist nicht so wie so eine klassische Biografie, wo du irgendwie Station für Station für Station abhakst, sondern es ist wie so ein Gedankenstrom, dem du folgst anhand dieser Bilder. Ja, also du hörst, mir hat es tatsächlich gut gefallen. Ja, mir hat das auch sehr, sehr gut gefallen und vor allen Dingen auch dieses Persönliche und diese, also das waren ja schon intime Einblicke, die man da so bekommen hat, zumindest ist es mir so vorgekommen und dann eben diese persönlichen Gedanken und Gefühle, die da eben noch drüber gesprochen wurde, das kann man ja auch sagen, also es gibt hier quasi ein Voice-Over aus der Sicht von Charles Aznavour, hier gesprochen von Romain Duris. Genau, von dem. Also den kennt man vielleicht, als ich das Bild gesehen habe, wusste ich, wer es war. Ich kannte ihn von L'Auberge Espagnole. Also ich glaube, das ist so sein größter Film gewesen bisher. Das ist auch ein Schauspieler, ein Französischer. Ja. Mit einer schönen Stimme. Ja, ja. Und Aznavours Sohn sagt auch dazu, fand ich sehr schön, er meinte, dass Duris das halt sehr schön schafft, so die ganze Energie und seines Vaters wiederzugeben. Also der schafft es ganz gut, so mit der Art und Weise, wie er das erzählt. Ich meine, da muss man sich jetzt natürlich auf den Sohn von Charles Aznavour verlassen. Der sagt, es klang schon sehr wie mein Vater. Und ja, aber es ist natürlich sehr, sehr stark. Also es ist eigentlich wirklich die ganze Zeit mit diesem Voice-Over. Du hast immer eine sehr starke, sehr subjektive Sicht auf dieses Material und das, was erzählt wird, sind Ausschnitte aus Memoiren, aus Interviews, persönliche Notizen von Aznavour, die da quasi dazugenommen worden sind von Marc Di Domenico, passend zu den Bildern, ja. Ja, richtig. Hat dich das gestört, dieses sehr sehr, sehr, sehr subjektive, weil es gibt ja auch Leute, die sagen, wenn ständig so ein Voice-Over ist, das geht mir echt auf den Keks. Also dadurch, dass es eben auch diese Privataufnahmen halt sind, hat mich das überhaupt nicht gestört. Für mich war das die ganze Zeit ein organischer Film, von der ganzen Art und Weise her, wie er erzählt wurde. Und das, was du gesagt hast, dass er alles gefilmt hat, auch so vermeintlich kleine Dinge, es ist ja auch so, dass er ganz häufig selber einfach gefilmt wird, was man ja vielleicht auch nicht so häufig sieht, wenn man jetzt, keine Ahnung, beim Familientreffen, dann gibt's immer einen, der die Fotos macht und der ist aber nie auf irgendwelchen Fotos drauf zu sehen. Hier ist das anders, denn man sieht ihn, also dafür, dass es eben seine Kamera oder so, sieht man ihn, finde ich, schon ganz schön oft. Und für mich hat dieses Gesamtpaket eben von ihm, das ist wirklich eben aus der Sicht eines Charles Aznavour, ist sehr gut gefallen, auch im Gesamtpaket. Ja, es hieß ja, also er hat ja dann wohl sein Leben lang eben diese Filme und so weiter, diese Aufnahmen gesammelt und dann 2018 ist er verstorben und 2017 rum hat er dann wohl sich mit Marc Di Domenico in Verbindung gesetzt und zu sich eingeladen und dann sagt er, ja, hallo, bla, und was kann ich für dich tun, so nach dem Motto, und er so, komm mal mit, ja, und dann hat er so ein geheimes Zimmer bei sich im Haus wohl geöffnet und dieses Zimmer war voll mit Filmrollen und Filmgeschichten und so weiter, aus im Grunde 40 Jahren, ja, Showbusiness und Privatleben und was nicht alles, ja. Und ich glaube, als Filmschaffender, also es ist ja eine Goldgrube. Das ist ja Wahnsinn. Und ich finde auch so lustig, dass es in so einem geheimen Zimmer war, weißt du, so, also es kriegt nicht jeder zu Gesicht. Und dass das sozusagen so das letzte große Werk von Charles Aznavour vor seinem Tod war, wo er selber noch auch teilweise auch noch Aufnahmen gemacht hat. Die haben dann wohl angefangen, das Material auch zu sichten. Ich meine, 40 Jahre Bildmaterial, kannst du ja vorstellen, ja, 40 Stunden, glaube ich, habe ich irgendwo gelesen, dass es 40 Stunden insgesamt Material gewesen sein sollen, die man da dann durchgeguckt hat und dann auch von Aznavours Sohn quasi abgesegnet wurde. Finde ich jetzt ehrlich gesagt aber nicht so viel, 40 Stunden. Auf der anderen Seite, man muss ja bedenken, das waren ja auch so Super 8 und so, das hat ja so ein Ja, eben, das glaube ich auch, dass da so, gell? Ja, genau. Maximal. Also, ich finde, du hast halt ganz viele Aspekte hier. Zum einen hast du natürlich so dieses Zeitdokument. Dann hast du und auch unterstrichen dadurch, dass eben auch Momente eingefangen werden, die nicht geplant sind, die spontan sind. Das ist das eine. Dann hast du, und du vergisst auch irgendwie, dass das Charles Aznavour ist, ja, sondern das ist einfach nur in dem Moment einfach ein Blick auf die Zeit und den Ort und wie es in dem Moment da war. Und dann hast du natürlich den anderen Aspekt, das ist halt Charles Aznavour, ja, das ist ein bekannter Sänger, ein bekannter Schauspieler,
also das kann man sich gar nicht vorstellen, was der für eine Größe einfach auch zu seinen Lebzeiten waren. Also das war, ich weiß, das kann man ganz schlecht vergleichen, wenn man da jetzt keine Ahnung, also der war auf Du und Du mit, ich weiß nicht, Frank Sinatra und Nina Simone und Edith Piaf, also so die großen Größen. Und da reihte er sich mit ein. Und das heißt, du hast diesen ganzen Aspekt, dieses, oh, es ist ein Celebrity. Und das finde ich ja spannend. Und gucken wir mal, was es da vielleicht für Geheimnisse von Behind the Scenes gibt und so. Du hast den Aspekt. Und dann natürlich auch so ein bisschen diesen voyeuristischen Aspekt mit, oh, gucken wir mal auch, wie sein Privatleben war. Was hat er denn so gemacht? Was hat er gegessen? Was hat er getragen? Also dieser Aspekt ist da natürlich auch mit drinne. Und dann hast du aber noch einen dritten Aspekt. Und den finde ich auch sehr, sehr spannend. Du hast hier natürlich die Umkehrung eines Blickwinkels, ja. Also du hast hier eigentlich ja den Star und wir als Publikum schauen diesen Star an. Ob das jetzt als Schauspieler ist oder als Sänger. Also er sagt auch selber, er spricht tatsächlich, es ist ja dieses Voice-Over und in diesem Voice-Over sagt er, euer Blick hat aus mir Aznavour gemacht. Ja, also ihr Fans, ihr Publikum, ihr habt mich zu dem gemacht, was ich bin. Und dreht das um und sagt dann weiter, dass manche filmen, um auf Abstand zu gehen, und er aber filmt, um sich anzunähern. Das heißt, ich, sagt er, habe euch gesehen. Ihr habt nicht mitbekommen, dass ich euch gesehen habe, aber ich habe euch beobachtet und ich habe gesehen, was ihr gemacht habt. Und also ich war in der Rolle des Publikums. Das heißt, hier dreht sich also so dieses Machtgefüge zwischen Zuschauer und Zuschauer und Zuschauendem, also nee, sagt man zwischen Zuschauendem und der angeschaut wird, das dreht sich um. Und also das finde ich auch einen sehr, sehr spannenden Aspekt. Ich meine, gut, den hast du in Filmen ja sowieso immer. Aber gerade wenn es auch um jemanden geht, der eigentlich, sagen wir mal, professionell beruflich angeschaut wird, ja, ist es natürlich nochmal extra spannend. Und das sind so Aspekte. Und natürlich, was auch sehr gut funktioniert, der Film ist 1 Stunde 25, der ist nicht sehr lang, aber ich finde, er hätte auch länger sein können tatsächlich. Jetzt mach hier bitte einen Kalender, ein Kreuz im Kalender. Das hört man mich extrem selten sagen. Ich sag ja immer, es war zu lang, das kann eine halbe Stunde kürzer sein, bla bla. Also hier hätte ich auch nur durchaus noch mal eine halbe Stunde oder so oder 40 Minuten mir länger angucken können. Und es hat auch neugierig gemacht. Also zum Beispiel erzählt er auch von seinem Sohn. Das ist auch kein Geheimnis, der ist, also er hat mehrere Söhne gehabt. Von dem einen Sohn, der ist mit Anfang 20 gestorben. Und das kommt auch kurz drinne vor, da erwähnt er auch nur ganz kurz. Und da dachte ich auch so, und jetzt würde mich doch mal doch mehr von dieser Biografie an sich interessieren, ja. Und da habe ich auch angefangen, so ein bisschen mehr drumherum zu lesen. Also, das ist ja eigentlich positiv. Richtig, genau. Wenn das eine Dokumentation schafft, ich hatte es auch schon das ein oder andere Mal hier für den Telestammtisch, dass mich halt dann die Person auch durch die Dokumentation dann nicht wirklich für die Person begeistert hat und ich danach gedacht habe, okay, aber hier war es auch, hier ging es mir wie dir, dass ich dann auch danach noch oder auch währenddessen schon mal so ein bisschen rumgeguckt habe und aha und so, ja, das macht die Dokumentation auf jeden Fall. Ja, also das macht sie auf jeden Fall richtig. Und ich fände es ja cool, wenn wir sowas wie, keine Ahnung, Aznavour bei Charles II oder sowas kriegen würden. Also ich meine, gut, es gibt nur ein Leben, aber ja, es gibt nur ein Leben, aber es gibt natürlich genug Material. Also da könnte man bestimmt noch den einen oder anderen Aspekt etwas näher beleuchten. Ja, also stimmt, die Machweise hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und habe ich tatsächlich in der Form vorher auch noch nicht gesehen. Mhm. Ja, ich auch noch nicht. Das war wirklich, also es hat sich auf jeden Fall einzigartig angefühlt. Auch natürlich, weil es eben ein einzigartiger Blick auf eben dieses Leben war, aber auch so. Ja, ja, absolut, ja. Und für alle, die jetzt, ich wollte eigentlich nur noch sagen, für alle die jetzt vielleicht so ein bisschen abgeschreckt sind von wegen, aha, muss ich den jetzt vielleicht kennenlernen und geht's jetzt hier auch nur um Film und, also, oder um Schauspiel oder um die Musik, die er gemacht hat. Und das hast du auch schon so gesagt, es ist auch eben mit seiner Herkunftsgeschichte oder mit seinem auch politischen Engagement, da habe ich ja auch dann noch Artikel gefunden oder so oder interessante Beiträge, die jetzt hier auch gar nicht aufgemacht werden, aber es ist auch durchaus so, dass ich, zumindest denke ich das so, dass man selbst, wenn man noch nicht von ihm gehört hat, dann ist natürlich der Zugang vielleicht erstmal ein bisschen schwieriger, aber man kann da trotzdem was aus diesen 85 Minuten ziehen. Ja, absolut. Und es ist ja, nee, natürlich ist es das Leben von Charles Aznavour, aber es ist natürlich, wie gesagt, auch eine Zeitdokumentation. Also du folgst einfach einer Biografie, einer richtig, ja, genau, von, sagen wir jetzt mal, 50 Jahren. Also der ist ja älter, also, aber sagen wir jetzt mal, gute 50 Jahre folgst du dem ja auch. Und
da schaffst du den Einstieg auch problemlos, auch wenn du die Figur nicht kennst, weil du, ja, das habe ich ja gesagt, du vergisst irgendwie so mitten im Film auch, dass das eigentlich um Charles Aznavour geht. Also das ist dann irgendwie eine Figur, die dir, oder ein Charakter, der dir dann plötzlich irgendwie am Herzen liegt, weil du dem folgst, und dann zwischendurch kommt dann mal wieder so eine Szene, wo es um einen Dreh geht oder ein Lied oder so, und du denkst dir, ach ja, verdammt, war ja richtig, war ja Charles Aznavour. Ja. Was sagst du denn zum Titel? Das fand ich noch ganz spannend, denn vielleicht bin es nur ich gewesen, der das daran gedacht hat, aber als ich las Aznavour bei Charles, das erinnerte mich wahnsinnig an diese Bezeichnung, wie man die heute hat in der Mode, also wenn es um Design geht, weißt du? Also was weiß ich, ja. Armani bei McQueen oder was auch immer, weißt du, so dieses, das fand ich auch ganz, ganz interessant, weil ja das Original heißt wohl Le Regard de Charles, also das die Sicht von Charles, oder vielleicht würde ich jetzt mal frei übersetzen, vielleicht so irgendwie, oder die Ansichten von Charles, irgendwie so. Mhm. Ja. Ja, ich weiß nicht, vielleicht überinterpretiere ich da jetzt auch. Ja, ich kenne das tatsächlich auch von anderen Dokumentationen, von zum Beispiel Agnes war da, oder Agnes war da eigentlich, aber da, sie hat auch eine Dokumentation, die, glaube ich, war da bei Agnes heißt. Ah, okay. Und ja. da wird genauso rangegangen. Und es ist halt auch eine Dokumentation von ihr über sich selbst quasi. Ja, ist halt Französisch. Genau, richtig. Danke, war ja auch Französisch, alles erklärt. Gut, wenn du jetzt keine Punkte mehr noch groß hier ausführen möchtest, dann können wir jetzt gerne zu einem Fazit kommen. Und ja, da geben wir einfach keine anderen Filmrollen noch schnell von 1 bis 5. 1 ist schlecht und 5 ist sehr gut. Ich würde dir den Vortritt lassen. Ich würde eine 4 geben, denn ich war gut unterhalten, ich fand es kurzweilig, ich fand die verschiedenen Aspekte, die ich angesprochen hatte, sehr gut, und ich bin auch ein kleiner Charles Aznavour-Fan, deswegen fand ich das nochmal extra spannend. Ich schließe mich da bei den 4 Punkten an, machen wir es ganz kurz. Ach, wir haben das alles jetzt gesagt, das muss ich jetzt nicht nochmal hier wiederholen. Ich finde, was wir nochmal betonen können, ist, dass das wirklich auch für jedermann was ist. Also nicht nur jemand, der irgendwie Fan ist von, sondern oder auch mal jemand, der auch mal sagt, okay, ich gucke nicht so oft eine Dokumentation. Ich finde, das kann man sich gut auch angucken, denn es ist so schön kurz. Also selbst wenn man nicht so ein Dokumentarfilmgucker ist, das hat man relativ zügig runtergeschaut. Ja, es ist wirklich so. Das kann ich bestätigen als eine, auf die diese Beschreibung eher zutreffen wird. Aber wie gesagt, also wirklich die 85 Minuten, die vergehen wie im Flug, das war sehr schön und auch ein sehr, sehr, ja, einzigartiger Einblick da einfach. Genau. Wunderbar. Danke. Und dann sage ich vielen Dank auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Reinschalten, und ich sage bis zum nächsten Mal hier beim Telestammtisch. Tschüss. Tschüss. Hallo, hier ist der Telestammtisch, ich bin die Frosti und ich bin hier zusammen mit dem Boris, hallo. Hi. Wir haben uns heute hier zusammengefunden, um über den koreanischen Film Tunnel zu sprechen. Der ist von der Bosch Media Group und jetzt gucke ich hier gerade mal. Da spielen halt 3 Schauspieler mit, die eine Verbindung haben. Die haben nämlich alle schon mal in einem Film von Park Chan-wook mitgespielt. Ha Jung-bo war zuletzt in Die Taschendieben zu sehen. Bae Donna kennt man auch unter anderem aus, also Lady Vengeance hat sie mit Park Chan-wook gemacht, aber die kennt man auch aus Sense8 oder Stranger ist eine Netflix-Serie davon, könnte man sie auch können. Und zuletzt gibt's dann noch den Oh Dal-soo, der hat in Oldboy auch mitgespielt. Das fand ich ganz witzig, dass da so eine Verbindung zu meinem Lieblingsregisseur gibt. Ja, möchtest du uns vielleicht kurz einführen, was uns in diesem 2-stündigen Film erwartet? Ja, also der Film ist auf jeden Fall ein Katastrophenfilm. Oder wie es auch gern irgendwo ab und zu geschrieben wurde, wo ich mich eingelesen habe, in einen Desasterfilm. Es geht im Prinzip eigentlich um einen Familienvater, der auf dem Weg nach Hause ist und ja, noch einen Geschäftsabschluss während der Fahrt hat oder macht. Ja, der ist Kia-Verkäufer in dem Kia-Autohaus und fährt dann durch einen Tunnel und aus dem heiteren Nichts stürzt der Tunnel zusammen, ja, und begräbt ihn erstmal. Im Prinzip, dass der Rest des Filmes geht eigentlich um die Rettung und natürlich auch das Überleben von Lee Jung-soo, den er, also der von Ha Jung-woo
Pooh gespielt wird. Ja. Das war der Film. Tschüss. Ganz so schnell machen wir es natürlich nicht. Aber das ist im Grunde genommen die Handlung. Und wie man es sich denken kann, so bei so koreanischen Filmen, ist dann natürlich immer auch so ein bisschen Drama mit drinne. Und politische Verwirrungen sieht man da ja auch relativ häufig. Und was da halt dann auch relativ schnell klar wird, ist halt, dass dieser Tunnel halt nicht grundlos zusammenstürzt, sondern irgendwie, also da gibt es dann halt irgendwie echt gravierende Mängel am Bau und es ist alles sehr dramatisch. Aber ja, ich finde, man kann nicht so wirklich groß was zu erzählen, weil der Film halt die meiste Zeit in diesem Tunnel spielt und man halt sieht, wie dieser Mann versucht, im Tunnel klarzukommen. Mit einem unfassbar leistungsstarken Handy. Ja, das fand ich ganz spannend. Irgendwie am Anfang gab es ja so eine Szene, das ist jetzt kein großer Spoiler, weil es wirklich gleich ganz am Anfang kommt. Da ist er gerade im Tunnel verschüttet und die Presse ist dann bereits da und die hat dann die schlaue Idee, ihn dann sofort auf seinem Handy anzurufen und erstes Interview. Will ihn dann auch gleich interviewen und dann kommt halt der eine Leiter dieser Bergungsarbeiten an und der sagt dann natürlich auch, wollt ihr ihn umbringen? Wir wissen gar nicht, wie lange das dauert, ihn zu bergen. Wir müssen seinen Akku schonen und irgendwie dieser Akku ist halt lebensnotwendig. Insofern, also das war wenigstens realistisch. Na gut, abgesehen davon, dass das zumindest 17 Tage gehalten hat, der Akku. Also das Handy, das möchte ich gern sehen. Auch wie lange sein Auto da irgendwie, wie lange die Batterie vom Auto gehalten hatte, dass er dann irgendwie im Tunnel dann noch Licht hatte, wo ich mir auch denke, okay, kann auch einfach so aus dramaturgischen Gründen irgendwie so die Megabatterie gewesen sein. Also sagen wir mal platztechnisch, ja, oder drehortmäßig ist der Film sehr beschränkt. Ja, so wie du es ja sagtest, es ist überwiegend im Tunnel oder davor, wo die Rettungskräfte sich tummeln und versuchen, ihn da zu bergen mit allen Möglichkeiten und stoßen dann, wie du es ja auch schon erwähnt hattest, auf gewisse Gründe, warum der Tunnel so oder plötzlich auch zusammengebrochen ist. Und ab und an mal sieht man dann noch, ja, so ein bisschen seine Frau, die erstmal anfangs noch irgendwie gar nicht vor Ort ist, aber dann einfach dorthin muss, ja, dann, und sie unterstützt dann auch die Rettungskräfte, ja, zumindest indem sie kocht. Ja, und dann irgendwie versucht, die Leute dort zu versorgen und irgendwie versucht zu motivieren und so und versucht dann auch zwischendurch immer mit ihrem Mann dann wenigstens kurz zu sprechen, um ihn so ein bisschen bei der Stange zu halten und zum Durchhalten anzuspornen. Wobei, was für mich einfach das große Problem irgendwie in dieser ganzen Geschichte war, dass, also wir hatten ihn in einer Version auf Deutsch gesehen. Ja. Und die Synchronisation ist einfach furchtbar. Und von daher habe ich so ein bisschen ein Problem damit, diesen Film zu bewerten, weil dadurch, dass ich halt viele so eine südkoreanischen Filme schaue, weiß ich, dass diese Synchronisation den himmelweiten Unterschied ausmacht und man die meisten Filme irgendwie aus Südkorea nicht auf Deutsch gucken kann, weil so die Art, wie Koreaner sprechen, ist halt ganz anders, als wie wir sprechen. Und wenn man es dann einfach versucht, so eins zu eins zu übersetzen und den Leuten in den Mund zu legen, es kommt ganz, ganz komisch und seltsam rüber. Und irgendwie, die Leute wirken überdrehter und unsympathischer, als sie sind und als sie wären, wenn man es halt mit Originalton und Untertiteln hätte sehen können. Also von daher fällt es mir echt schwer, diesen Film gerecht zu bewerten, weil diese Synchronisation mich einfach so extrem angenervt hat. Ich denke, dass vielleicht aber auch wichtig wäre, da anzumerken, gerade auch für die Zuschauer, dass der Film eigentlich schon ein bisschen älter ist, ne? Bevor er jetzt dieses Jahr in Deutschland rauskam, der ist ja eigentlich schon 5 Jahre alt. Der ist von 2016. Mhm. Erst Erscheinungsdatum am 25. August 2016 in Australien. Also wir Deutschen sind wieder die Nachzügler. Ja, ich denke halt auch so, wie du sagst, es hat dann auch wieder mit der Synchronisation zu tun. Ne? Man muss ja auch erstmal ein Studio finden, was es synchronisiert, was bereit dazu ist, einen koreanischen Film zu synchronisieren. Um mal was Gutes zu sagen. Also ich fand, wenn man versucht, drüber hinwegzuschauen, dann fand ich den Film halt durchaus spannend. Und er hat halt so
wie es bei solchen Katastrophenfilmen ist, halt so auch so diese gängigen Sachen. Der eine, der dann irgendwie bis zum Schluss durchhalten will und irgendwie die anderen zur Arbeit antreibt. Dann gibt's irgendwie Nebenschauplätze, also nicht Nebenschauplätze im Sinne von großen anderen Orten, sondern, wie wir es ja schon angedeutet hatten, da kommt dann irgendwie eine Regierungsbeamtin, die dann, oder Ministerin, die da im Grunde genommen sich gute Bilder für die Presse erhofft, die sie dann aber vielleicht gar nicht so wirklich bekommt oder dann was ganz anderes bekommt, als sie erwartet hatte. Und es ist überraschend politisch, ja, aber für das, dass es eigentlich ein koreanischer Film ist und wir wissen ja in Süd- oder Südkorea, naja, oder Nordkorea, ob die Demokratie da so verbreitet ist und die Meinungsfreiheit. Ja, okay, mit Nordkorea kann man es nicht vergleichen, aber ist natürlich schon eine andere Mentalität, würde ich eher sagen, so irgendwie an Dinge heranzugehen und ist halt noch schon ein sehr hierarchisches Land noch, wo irgendwie so diese einzelnen Stufen irgendwie, dass man halt nach oben hin höflich ist und irgendwie, es ist so schwierig beim Film, wo jemand die meiste Zeit im Tunnel sitzt, viel zu sagen, ohne jetzt groß was von der Handlung zu spoilern. Von daher würde ich fast sagen, sollten wir dann auch möglichst zügig zum Punkt kommen, weil alles Weitere wäre halt wirklich gespoilert und das würde ich nicht nehmen wollen, weil an sich ist das könnte das ein echt spannender Film sein. Der hat seine Momente, finde ich. Und der Schauspieler, der da in der im Tunnel drinne sitzt, der Ha Jung-Wo, der macht seine Sache auch wirklich großartig, finde ich. Also der ist echt sehenswert in der Rolle. Aber er ist überzeugend. Ja, die Synchronisation. Aber was wir noch gar nicht so konkret erwähnt haben, der Film erscheint jetzt nämlich am 16. April auf DVD und Blu-ray und als Video on Demand. Und da würde ich dann drauf zu achten, genau, den gibt's dann auch in Deutsch und Koreanisch, dass man sich den dann auf Koreanisch anschaut mit den deutschen Untertiteln. Dann würde ich den wirklich empfehlen. Also das ist dann so eine von mir eine solide 4 von 5 möglichen Tunnelröhren. Okay, da bist du ein bisschen freizügiger mit den Tunnelröhren. Also ich würde es ein bisschen gesondert machen diesmal, weil es halt, so wie du es halt immer wieder sagst, auch dieses Koreanische und Deutsche, es passt manchmal einfach nicht. Ja, es ist weder Lippensynchron einigermaßen, ja. Deswegen, also was das Deutsche, was die deutsche Synchronisation angeht, gebe ich dem Film leider echt nicht mehr als 1,5 Röhren, so wie du es gesagt hast, Tunnelröhren. Von der Handlung, von der Darstellung dieser Zusammenbruch des Tunnels ist nicht schlecht. Ja, es ist gut gemacht, also kann man nichts sagen, CGI-mäßig. Ich bin ja bei 2,5 Tunnelröhren insgesamt dann, ja. Ja, das ist doch okay, haben wir mal eine andere Meinung, macht ja nichts. Gut, dann möchte ich euch noch darauf hinweisen, erstmal vielen Dank, dass ihr uns zuhört und wenn ihr uns gerne zuhört, dann könnt ihr ja mal überlegen, ob ihr uns vielleicht über Buy Me a Coffee oder über PayPal oder auf einem der anderen möglichen Wege unterstützen wollt, die bei uns unten in den Shownotes drinnen stehen oder auf den sonstigen üblichen Wegen, wo man uns findet. Und dann sage ich vielen Dank, Boris. War sehr nett mit dir. Danke auch dir. Und ich verabschiede mich gerne. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss, macht's gut. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso frohlocken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.